motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. Februar 2021. Gestern sind wir hier zu den Säckers gefahren und liegen jetzt hier schön in einer Bucht. Alle sind fleißig. Der Glenn macht seine Formelsammlung. Der Mitte knüpft ein Netz. Das da drüben, das ist das Inselresort. Soll sehr luxuriös sein. Ist aber noch geschlossen, kein Mensch da. Heute Nacht war nur in einem Haus Licht. Mit uns unterwegs sind Dorothea und Frank von der Fradolin 2, die immer noch damit beschäftigt sind, ihr Dingi-Cover fertigzustellen. Unseren Sundowner hier heute einen herrlichen Platz gefunden. Müssten wir nur noch ein Lagerfeuerchen haben. Aber das haben wir leider nicht heute. Ja! Endlich haben wir für den Glenn was gefunden! Der Vater mit dem Sohn? Ja, das ist ja ungefähr. Ja, so 3-4 Meter. Da kann man richtig gute Bilder machen. Ja, Flugplatz. Noch nie benutzt. Solarzellen. Solarzellen. Irre, der absolute Wahnsinn. Ja, hier entsteht noch ein Bungalow oder irgendwas. Irre. Super Ausblick hier. Super Terrasse. Oh, da kann man hier gut Urlaub machen. Ja, das ist ja mal nett hier. Und ganz für uns alleine. Haben sie extra schon alles eingedeckt. Umlegen und just in dem Moment fängt es an zu regnen. Mitten in der Dry-Season haben wir mal wieder einen richtigen Regenschauer. Das ist super toll. Also mir persönlich gefällt das sehr gut. Die Außentemperatur ist immer noch schön warm. Der Regen, der kühlt das Ganze angenehm ab. Also es ist jetzt nicht arschkalt.
Ich habe gerade noch mal zwei Triggerfische gefangen und jetzt gleich fahren wir. Also, nein, die anderen, die sind ja schon alle mal am Strand. Aber ich komme dann auch gleich nach. Also, wenn sie mich hoffentlich abholen, dann machen wir ein schönes Strandbarbecue mit Triggerfisch. Heute probieren wir mal eine ganz neue Variante. Also für mich neu, so habe ich sie noch nicht gegessen. Und zwar den Triggerfisch am Spieß. Das hatte ich bisher eigentlich nur mit dem Sierra, seitdem ich hier bin. Aber ich denke, das wird auch gut funktionieren. Wir werden zwar keine Beilage haben, aber ich hoffe auch, dass der Fisch für 5 Leute reicht. Wir werden es sehen. Angekommen am Strand und hier wird schon fleißig gearbeitet. Das Feuer ist schon an. Papa sucht gerade einen Spieß. Da wird sehnsüchtig gewartet, dass es bald essen muss. Der Moment, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben, ist gekommen. Sie sind auf dem Spieß und hängen über dem Feuer. Ist der gar nicht heiß? Nee, ich fand den nicht heiß, als ich ihn angefasst habe. Ja, wo schneidest du ihn rein? Guck euch die Zähne an. So fein sieht er von der Haut. So. Fein. Der ist fertig. Der ist fertig. Der ist super. Oh, der sieht doch super aus. Boah, der hat aber eine Riesenwange. Da ist sie. So, da wird die Wange rausgepult. Boah, die ist richtig groß. Guck dir das mal an. Mhm. Der hat ja auch Gebiss. Da ist richtig viel dran. Heiß. Das schon nach 20 Minuten. Jetzt 20 Minuten? Ja. Oh. Nach 30 Minuten sieht man ihn da unten schon schimmern. Also die Wetten laufen, ich sage Jackfish. Nee, Thunfisch, Geldflosse. Nee. Doch, 100%. Bonito. Meinst du? Ja. Scheiße, ja. Kann sie schimmern. Aber wir haben da schon einen. Da ist er. Großes Ding. Der ist schon nicht schlecht. Gut gebissen. Ich glaube, der hat Glück. Dass er ihm irgendwie seinen den Haken gibt, ne? Ja. Aber ein großes Ding. Also das Gaff brauchen wir nicht lassen.
Naja, aber so ein schönes großes Ding, ne? Da ist er, das gute Stück. Die Schuhe sollte man nicht festhalten. Ja, was war das? Ja, die Schuhe liegt direkt in das Handy, ne? Ach so. Jetzt nicht mehr. So, die Annette hat die Route übernommen. Ich zeichne gerade auf, wie das Brett, was vorne auf den Bugkorb kommen soll, aussehen wird. Leider haben wir keine Schnur dabei, deswegen müssen wir uns anders behelfen. Aber so ungefähr wird es dann aussehen, wenn es dann hoffentlich demnächst bei uns vorne montiert wird, damit man da angenehm sitzen kann. So. Was meint ihr? Sieht das symmetrisch aus? Das Ganze machen wir hier in dem Resort auf Isla Parida. Und das Holz kommt auch hier von der Insel. Wir glauben, es ist Mahagoni. Er hat gesagt Barilla. Und das ist jetzt unser Brett für den Bugkorb. Das ist super. Sau schwer, das Holz. Mhm. Also. Jetzt schauen wir mal, wie wir das auch noch glatt kriegen. Ja, ja, das wird interessant. Es ist Sonntag, der 28. Februar und so wie es hier am Strand aussieht, ist Corona in Panama vorbei. Mit ein Panga nach dem anderen kommt hier an, haufenweise Strandtouristen an Bord. So genießen die Panamesen ihren Sonntag. Wir haben heute Nacht hier gezeltet, aber bis heute Morgen früh Musik und Lichtorgel drüber. So ist das hier, wenn die Tide umspringt. Das ist wie in einem Fluss. Das ist der Wahnsinn. Dabei sind wir gar nicht im Fluss, wir sind nur in der Bucht. Also wir sitzen das erste Mal hier am Wasser in Boca Chica im Restaurant. Es ist Sonntag und da kommen die ganzen Ausflügler an, die wir vorhin in der Bucht gesehen haben. Ja? Und wir essen heute Pollo a la Plancha. Gegrilltes Hähnchen. Papa Fritas. Wir sind jetzt hier in haben unsere Beiboote und Beikajaks gut festgemacht. Reisa passt darauf auf. Und jetzt gehen wir hier das Dorf erkunden. Da hinten die Mole, seit 20 Jahren nicht mehr benutzt. Da seht ihr dieses Haus. Da gibt es aber wahrscheinlich noch mal ein besseres Bild, was da fast von der Mole stürzt. Ja, gerade viel zu einer Kunst, ne? Und jetzt liegen sie da hinten. Ja. Ja.
können mir schon vorstellen. Die Hunde, die haben die ganze Nacht lang durchgeschleppt. Ne? Ich habe keinen gehört. Nein, nein. Ah, die Luftballons hängen noch. Strand lang? Ja, wieder am Strand lang. Ach ja, wir wollen ja vor Port kennen. Genau da. Also, wir haben uns hinreißen lassen, hier zum Mittag zu essen. Das war so das Einzige, was wir finden konnten. Ziemlich sicher ist es hier. Freuen sich schon. Kommt die Dorothea. Ihr wollt jetzt nur lachen, ne? Ja. Ja. Machen wir dann auch ganz laut. Naja, das haben sie doch super gemeistert. Jetzt wollen wir gleich mal schauen, wie wir das hier machen. Aber das kann ich leider nicht filmen, weil ich damit anpacken muss. Der Glenn, der war heute nämlich besonders lieb und deswegen kriegt der eine Rückenmassage. Lieb? Ich bin immer lieb. Ach, er ist immer lieb. Nein, er schwächelt ein bisschen, hat ein bisschen Rücken. Und wie ist das so, Glenn? Wenn es nicht wehtun würde, wäre es bestimmt schön. Die Friseure haben wieder auf. Und da habe ich die Chance gleich genutzt und mir einen panamesischen Haarschnitt machen lassen. Für sage und schreibe 2,50 Dollar. Aber Scherz beiseite, also hier haben die Friseure schon immer auf. Da kommen unsere zwei von der Fridolin, vorne der Frank, hinten die Dorothea. Und wollen jetzt hier mal anlanden. Aber das war ja unspektakulär. Oh, da kommt eine große Welle gleich. Jetzt aber hurtig. Hurtig, hurtig, hurtig. Raus, 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 raus. Oh, da kommt die nächste. Sieh mal an, was wir hier Schönes gefunden haben bei unserem Strandspaziergang. So, laut Annettes Übersetzung ist jetzt das hier der Weg zu den Schildkröten. Also ich glaube ja, es geht hier zur Petrol Station, zu den Tanks da hinten, aber wir lassen uns einfach überraschen. Aber das hat er sich hier schön gemacht, ist alles schön sauber.
Also wir sind jetzt hier beim Ausschlaggeber. Warten geduldig. Vor der Abfahrt morgen Richtung Mexiko haben wir nochmal Ölcheck gemacht, Getriebeöl geschickt und jetzt haben wir auch festgestellt, dass in dem Dieselvorfilter ziemlich viel Dreck drin ist und das wechselt der Glenn jetzt. Ich soll den komplett leer machen, ja? Ja. Den neuen Filter reinmachen. Der war also ziemlich schlammig schon, der Diesel. Und jetzt gibt es da einen neuen Filter. Na. Ich tausche mir die Dichtung. Dabei fällt die Dichtung natürlich da nach ganz unten rein und liegt da irgendwo. Jetzt kommt der, zeig nochmal, der niegelnagelneue Filter. Wunderschön. Genau, der wird jetzt dort eingesetzt. Und passt. Super. Kaum öffnen wir einmal die Klappe zum Motor, entdecken wir hinten ordentliche Salzablagerungen. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir uns überlegen oder überprüfen, besser gesagt, wo das herkommt und dann den Fehler beheben. Während meine Herren nun unterwegs sind, um noch Benzin und Diesel zu holen, betätige ich ein bisschen in der Küche, heize ordentlich ein und koche noch ein bisschen Bolognese vor, damit wir dann, wenn wir unterwegs sind, ein bisschen was Eingekochtes haben. Falls keiner unterwegs Lust hat, großartig zu kochen, ist das immer eine super Alternative, geht schnell und Nudeln sind auch schnell gemacht. Wir wollen jetzt hier heute noch einmal Diesel tanken, bevor es dann Richtung Mexiko geht am Wochenende. Es gibt keine Tankstelle an der Pier, weil es auch keine Pier gibt. Deswegen müssen wir mit den Kanistern an den Strand und durch die Tankstelle laufen. Zurück vom Tanken, wir haben die Kanister voll gemacht. Und jetzt müssen wir irgendwie das Dingi beladen. Spaß mit Diesel! Ja, so ist das hier mit der Verladung des Diesels. Läuft. Und wie sich das gehört, wird auch direkt das Additiv nach dem Tanken in die Kanister gefüllt. Das wogegen ist? Bio-Schlamm, Algen. Genau. Gedöns-Entwicklung. Genau. Abschiedsessen in Panama. Heute lassen wir uns noch mal richtig gut gehen nach 14 Monaten Panama. Morgen früh geht's los. Ja.
ob das panamesisch ist, weiß ich natürlich nicht, aber...